In diesem Beitrag tauchst du mit mir tief in alte Zeiten ein. Ich lasse die wahre Geschichte im neuen Format mit künstlicher Intelligenz lebendig werden. Nun lehne dich zurück und lasse dich ein auf eine Reise in die Renaissance mit Fantasy. Mein Name ist Georg Baresch. Ich bin ein Alchemist und Gelehrter. Wir schreiben das Jahr 1637 und ich möchte Ihnen von einem Rätsel berichten, das mich schon lange fasziniert. Ein geheimnisvolles Manuskript. Dieses mysteriöse Buch, das Sie hier sehen, gehörte dem römisch-deutschen Kaiser Rudolf II. Es wurde Anfang des 15. Jahrhunderts von Hand geschrieben. Trotz all meiner Bemühungen kann ich die Schrift nicht verstehen. Sie ist wie nichts, was ich je zuvor gesehen habe. Die Seiten sind gefüllt mit seltsamen Symbolen und Illustrationen. Pflanzen, Sterne, mysteriöse Figuren. Ich verbrachte viele Nächte damit, über diesen Seiten zu brüten und mich zu fragen, welches Geheimnis sie wohl bergen. Meine letzte Hoffnung war der berühmte Gelehrte Athanasius Kircher. Aber auch er schien keine Lösung zu haben. Das Manuskript bleibt ein ungelöstes Rätsel meiner Zeit und es scheint, dass es auch so bleiben wird. Dieses Buch ist nicht nur ein Buch, es ist ein Fenster in eine Welt, die wir nicht verstehen. Ein Spiegelbild einer vergangenen Zeit, das uns Rätsel aufgibt, die unlösbar scheinen. Die Geschichte des geheimnisvollen Manuskripts ist eine Geschichte voller Geheimnisse und Mysterien. Es bleibt eine Herausforderung für all jene, die es studieren. Ich hoffe, dass eines Tages jemand das Rätsel dieses Buches doch noch lösen wird. Dazu musste es aber auch viele Jahrhunderte erhalten bleiben. Der vorerst letzte Besitzer soll der bis 1580 in Rom lebende Athanasius Kircher gewesen sein. Erst Jahrhunderte später, im Jahr 1912, entdeckte ein polnischer, auf seltene Bücher spezialisierter Antiquar Wilfried Michael Wojnich in Rom den Fund seines Lebens. Aber auch er konnte nicht herausfinden, wer der oder die Verfasser waren, wo, wozu und für wen es überhaupt geschrieben wurde. Das geheimnisvolle Buch ohne Titel wurde nach ihm benannt und wechselte fortan als Wojnich-Manuskript weitere Besitzer. Nach seinem Tod verkaufte es seine Witwe an einen Buchhändler. Dieser erhoffte sich einen satten Gewinn mit dem Weiterverkauf. Diese Rechnung ging jedoch nicht auf. Schließlich spendete er es der Yale University. Diese erteilte erst im Jahr 2009 die Genehmigung zur weiteren Analyse, unter anderem zur Bestimmung des Herstellungszeitraums. Dieser wurde auf die Jahre zwischen 1404 und 1438 datiert. Stöhnte Ackersmann über Zeiten, der bequem saß im Dorf, aß er eine Suppe, er wurde krank, nachdem er die Verdauung beendet hat. Hast du irgendwas verstanden? Das ist eine von vielen Übersetzungsversuchen. Nicht nur Experten und Wissenschaftler verschiedener Fachbereiche, selbst die künstliche Intelligenz beißt sich an der Entschlüsselung der kryptischen, wunderschönen und liebevoll gestalteten ca. 240 Pergamentblätter die Zähne aus. Bisher ist jede Untersuchung gescheitert, den Text einer Sprache zuzuordnen und die Botschaft zu dechiffrieren. Inhaltlich wurden Kategorien aus Wissenschaft und Weisheit ermittelt. Astrologie, Kosmologie, Alchemie, Botanik, Genetik und Technik. Was unüblich für die Zeit war, dass keine Bilder oder Texte im religiösen Kontext enthalten sind. Eine von vielen Spekulationen über die Bedeutung stammt aus der Feder der Kunsthistorikerin Lea Karl-Grüsi und Christoph Eggenberger, dem Titularprofessor für Kunstgeschichte an der Universität Zürich. Die Forscher sind der Meinung, dass dieses Werk die Kreuzung zwischen Adel und Volk gezielt fördern wollte und aufgrund der Brisanz des Themas damals besser verschlüsselt wurde. Bilder prächtiger Pflanzen aus Kreuzungen lassen in der Fantasie einen Schluss zu. In der Humanbiologie gelten dieselben Regeln. So könnten die Verfasser verschiedene Bastarde gewesen sein. Bastarde waren rechtlose Sprösslinge des Adels, unehelich gezeugt, oftmals mit Frauen aus dem Volk. Sie waren wichtig für ein Überleben von Fürstenhäusern ohne ehelichen Nachwuchs und sorgten für die notwendige Blutauffrischung. Würde das berühmte Werk einen Titel erhalten, könnte er lauten »Die Mischung von Adel und Volk«.
Die Hypothesen werden wohl erst mit des Rätsels Lösung aufhören. Vielleicht wird das Voynich-Manuskript sein Geheimnis aber niemals preisgeben. Bleibt noch eine Frage offen. Muss denn wirklich jedes Geheimnis gelüftet werden, oder ist es manchmal besser, eine mögliche Büchse der Pandora geschlossen zu halten?